So, hallo, wir machen weiter bei Things. Und letztes Mal haben wir das Brückenlevel gespielt, aber den Mond noch nicht gefunden. Ich weiß bis jetzt auch noch nicht, wo der sein soll. Was aber gar nichts macht, denn das können wir ja irgendwann nachholen. Jetzt jedenfalls spielen wir erstmal Danceland. Und dann habe ich, glaube ich, auch Parts bis Mittwoch aufgenommen und habe erstmal wieder einen kleinen Puffer zumindest für ein paar Tage. Okay, Danceland. Ich habe keine Ahnung mehr, was es für ein Level ist. Vielleicht erinnere ich mich, wenn ich es sehe. Mal gucken. Mal gucken. Aber so vom Namen her sagt es mir jetzt nichts. In the next room you cannot do impossible controller input such as up plus down and left plus right. Ach so, up plus, okay. Kann ich nicht machen. Ja, aber sie sind ja eh unmöglich. Warum sollte ich sie tun? You also cannot hold drei Directions at once. You can, however, hold down the direction as long as you. Okay, was kommt denn jetzt? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern an sowas. Vielleicht ist es auch neu. The arrows need to be inside the green blocks, not one pixel. Oh, ist das jetzt ein. Oh! Ist das jetzt so ein Rhythmusspiel? Das klingt voll nach Rhythmusspiel und das hier sieht voll aus, als wäre da hinten ein Mond. Kann ich scrollen? Nein. Komme ich da hinten? Kann ich da hoch? Ich glaube nicht. Das ist von der Höhe her nicht machbar, oder? Nee, never. Okay. Oh Gott, ja. Wieso habe ich den Flawless aus habe ich den hier den Prompt ausgemacht? Nee, ist Insta. Okay, dann geht es hier vielleicht nicht. Oh, aber mir startet hier gleich wieder. Aber es passt nicht so ganz irgendwie zum Rhythmus. What the heck? Also, es passt für mich nicht zum Rhythmus. Also ich drücke halt die Pfeile, aber sie passen jetzt nicht zum Lied, muss ich gestehen. Hä? Also da oben fängt das Lied an. Ach, deswegen kann man nicht mehrere gleichzeitig drücken, weil wenn das gehen würde, könnte man sozusagen. Ah, dann könnte man cheaten. Weil ich sozusagen die hier so drücke und dann okay. Mist. Aber es ist cool, dass es geht, aber es passt irgendwie nicht zum Lied. Also ich kann mich nicht darauf einstellen. So ein bisschen schon, aber. Wieso hat sie. Ich hab den doch gedrückt. Oh je. Nein, oh, ich dachte, ich hab den verpasst. Oh. Oh je. Da würde mich jetzt wirklich interessieren, ist das jetzt nur bei mir so off oder ist es halt so, weil es nicht passt einfach? Also zumindest fühle ich nicht, dass es zum Rhythmus passt. Kann es sein, dass ich einfach ein beschissenes Rhythmusgefühl habe, aber das habe ich eigentlich nicht, möchte ich behaupten.
gesagt, wie lang ist das Lied? Oh, wenn ich den verpasst hätte jetzt, ne? Nein, nein! Es wäre halt leichter, wenn es sich irgendwie passend zur Musik anfühlen würde, aber ich drücke Pfeile einfach nur, wie sie kommen. Und vor allem, ich muss halt nicht mal den... Nein, jetzt habe ich den Rohr... weil ich geredet habe. Ich muss eigentlich nicht mal den Knopf in dem Moment drücken. Es reicht, wenn diese praktisch da reinrattern. Seht ihr das? Ah, weiß ich nicht. Das ist ein... Die Idee ist cool. Aber die Umsetzung funktioniert halt jetzt nicht so gut, ne? Also zumindest meine Sichtweise, weiß nicht. Na! No! Okay, ich darf nicht reden. Ich darf echt nicht reden. Ich darf echt nicht reden. Ich frage mich halt, wie lang das ist. Das war vorhin schon ganz schön lange, wie weit wir waren, ne? Da muss ich erstmal wieder hinkommen jetzt. Ich bin gerade übelst im Tunnelblick. Oh mein Gott. Okay. Wo soll hier ein Mond sein? Ich glaube, es gibt einfach nicht in jeder Welt einen Mond. Ich meine, ich hatte ja eine Idee und die Idee war halt hier so, da hoch, aber da ist ja nichts. Aber da hinten, würde es halt theoretisch weitergehen? Fragezeichen? Aber ich... Ich komme halt nicht hoch. Also ich fühle jetzt nicht, dass da ein Mond ist. I don't know. Okay, gehen wir hier runter. Doom Castle, das klingt doch super. Rein da. Was LR?
Shells will only spawn if you are descending. Okay, wird das mit der Tastatur, das könnte mit der Tastatur etwas problematisch werden. Okay, wir versuchen es mal so. Kann mich nicht erinnern, dass ich das mal im Stream gesehen habe. Okay, ist gut. Ist ja gut. Oh Gott, die muss ich bestimmt mitnehmen. Ja, wie, Moment. Ja, hä? Die kill ich ja, sobald ich dann was einsetze. Und wozu überhaupt? Also ich meine, ich kann unendlich davon generieren. Also warum sollte ich eine mitnehmen? Ja, keine Ahnung. Wow, jetzt habe ich mich selber gekillt mit dem Ding. Okay. Stabil. Ja, aber, hä? Kann ich nur mit der die Blöcke kaputt machen? Aber wie kann ich dann verhindern, dass die stirbt? Alter. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Gamepad so viel besser wäre, ne? Okay. Die kann das tatsächlich drücken. Und meine Shell selber nicht, oder was? Why? Ach, die, weil ich die nur loslasse. Ich werfe ja noch nicht auf die Art und Weise. Ich müsste... Okay, verstanden. Wenn ich die in der Hand habe und dann werfe, dann löst du den Block aus. Aber so selber löst du den Block noch nicht aus. Hm, okay. Verstanden. Uiuiuiui. Ja, jetzt muss ich mir halt irgendwie eine Shell organisieren, die ich in die Hand nehmen kann. So zum Beispiel. Ah, super. Okay, L oder R drücken macht das gleiche, also es ist egal, was. Ah, super. Wie komme ich jetzt wieder an eine Shell ran? Gar nicht. Okay. Puh. Die da oben könnte ich zum Beispiel mitnehmen. Da hatte ich wieder eine. Ah, ich kann wieder eine hinlegen. Ja, oder auch nicht. Ach du Schande. Okay, okay, okay. So. Das ist interessant. Jetzt gerade funktioniert es nicht, weil ich nicht falle. Jetzt funktioniert es, weil ich falle. Okay. Das sieht irgendwie falsch aus. Okay, das... Okay, das werde ich niemals timen können. Oh mein Gott. Ja, wieso... Aber die ganze Zeit geht er höher und dann, wenn es drauf ankommt, dann geht er nicht mehr höher. Why? Jetzt kann ich wieder keinen in die Hand nehmen. Ja, ich versuch's zu retten, aber es scheint nicht zu gehen, nee. Die muss man schon direkt losschicken. Okay. Na, guck mal hier, so, ich komme so weit hoch und... Okay, jetzt bin ich... Jetzt, weiter. Hör nicht auf! Hör nicht auf! Weiter! Geh hoch! Was ist los? Weil zu viele Shells da waren, oder was? Och, komm schon. Sprite Limitations, oder was? Kann keine neuen Shells generieren.
Aber das wäre dann schlecht, weil die landen ja automatisch da unten. Ach Mann. Nein! Ah, nee, keine Chance. Oh, es steuert sich wirklich ganz. Oh. Es steuert sich wirklich richtig weird. Okay. Nein. Nein. Boah. Ja, wie soll ich denn... Oh. Nein, hör doch auf, die kaputt zu machen. Muss man die vielleicht abwechselnd drücken, L und R? Aber das wäre ja noch schlechter für mich. Nee, nee, ist schon... Es ist egal, welche von beiden man drückt. Oh! Oh, wenn ich die Sprungtaste mitdrücke, dann bewege ich mich sofort. Okay. Ich kann so... Oh! Oh, das verändert alles. Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist natürlich trotzdem Kacke. Aber das verändert alles. Das macht noch mal, das macht die Bewegung noch mal deutlich, deutlich besser. Das macht aber halt, oh mein Gott, das macht St Weil dann kann ich hier oben nämlich easy durch. Dann kann ich auch hier so ein bisschen diesen hier machen. Hoch mit dir. Oh Gott, da oben durch. Okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein! Oh! Okay, das wird anstrengend da drüben. Puh. Nein! Oh, also das... Oh, zum Glück muss ich nur einmal was in die Hand nehmen. Und das ist jetzt an der Tastatur, ist das jetzt wirklich eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wie das an einem Gamepad wäre. Ich weiß nicht, wie das mit dem Gamepad wäre. Wo muss ich hindrücken? Die Taste hier. Nein! Oh. Mist. Kann ich das retten? Müsste halt schnell genug dann die Shell in die Hand nehmen, die da drauf landet. Ach, Mann! Irgendwie wird es bestimmt gehen, so. Irgendein Tesser würde das bestimmt hinkriegen, das noch zu retten, aber ich glaube ich nicht. Puh. Boah, aber das Umswitchen von den Tasten. Uiuiuiui. Ja.
Weil man fällt so schnell. Mist. Nein. Und manchmal habe ich halt das Gefühl, ich drücke auf die Taste, aber es kommt keine Shell raus. Ich weiß nicht. Aber es ist bestimmt mein Fehler. Der, oh. Ah. Okay. Nein, jetzt ist die in mich reingerattert. Du willst mich doch veralbern. Ich frage mich, ob ich noch irgendeine Fähigkeit hätte, die ich jetzt, also was heißt Fähigkeit, noch irgendeine Mechanik hätte, die ich brauche, aber noch nicht, die mir noch nicht bewusst ist. Aber bisher kommt es mir nicht so vor. Ich meine, er sagt ja auch nur LR. Das zweite Mal, dass ich da reinratter. Das dritte Mal. Okay, jetzt wird's. Jetzt wird's gruselig. So, geht doch. Nein, ich. Boah. Es ist so schwierig, die Höhe zu behalten. Aber irgendwann machen halt auch die Finger nicht mehr mit. Ach Gott. Oh, das ist für die. Es, ja. Das ist wieder was, was für die Finger ganz angenehm ist. Uiuiui. Und für die Tastatur wahrscheinlich auch. Uff. Ich habe eine Shell in der Hand, aber jetzt nicht mehr. Ich hatte einen in der Hand. Kriege ich wieder einen in die Hand irgendwie? Nee. Es ist unglaublich. Ich glaube, wenn ich die Shell verpfeife, dann kann ich mich einfach gleich umbringen. Das geht schneller. Ja, super. Zum Glück kommt es nur einmal, dass man da was in die Hand nehmen muss. Ich hoffe, das kommt nicht noch öfter. Weil das ist, also das ist eine der schwierigsten Stellen, fast schon. Eben weil man die sofort wieder killt. Gut. What? Was hat mich gerade gekillt? Hä? Den Tod gerade habe ich absolut nicht verstanden. Ja, das war klar, dass das passiert. Oh, vielleicht kann man unten durch, Lul. Alter. Nein, du sollst die nicht killen. Mist. Man darf auch nicht zu schnell drücken. Wenn man zu schnell drückt, passt der Rhythmus nicht und dann kommen die Shells nicht passend. Wenn ich zu schnell drücke, passiert nämlich... Seht ihr das? Dann hängt da zwischendurch mal so ein bisschen. Und das wäre halt gerade in so einem engen Gang dann später. Ganz fatal. Ich muss da wirklich eine ordentliche Steuerung drauf haben. Uiuiui.
nee. Nein, ich hab die falsche. Ich Dummkopf. Ich hab die falsche. Ich wollte. Oh. So. So, das ist die richtige Taste. Okay, und jetzt wieder die hier. Nein! Oh! Und dann fängt es an der Stelle zu laggen. Und dann kann ich die. Dann erwische ich den Rhythmus nicht mehr. Diesmal hat es aber nicht geleckt. So. Komme in letzter Zeit ganz gut hier durch. Jetzt seht ihr das? Wenn zu viel los ist und dann kann ich nicht mehr, dann geht nichts mehr. Ja, kann ich nichts mehr machen. Boah. Deswegen, ja, ich konnte nichts mehr drücken. Es kam keine Shell mehr. Ist das Teil der Schwierigkeit oder ist das einfach ein... Also, ist es so gedacht, dass man an der Stelle das Problem hat, oder ist es halt einfach so, ja, das Problem existiert, kann ich leider nichts dran ändern. Das ist schon ein ungünstiger Nebeneffekt von dem, an sich ja recht coolen Idee. Also, die Idee ist ja wirklich cool, aber... Uff. Und jetzt komme ich wieder nicht drüber. Was soll ich da machen? Das ist pures Glück, ob ich die Shells vernünftig treffe oder nicht. Und ob die anfangen zu laggen oder nicht. Come on. Also ich... Ich weiß nicht, ob ich das ohne Save-State schaffen kann. Das ist ja jetzt ehrlich... Also, das ist jetzt ja ehrlich gesagt nichts, was mit normalem SMW zu tun hat. Sondern es sind ja eher Probleme, so wie halt da oben, wenn zu viel los ist, dass ich halt nicht mehr so spielen kann, wie es eigentlich gedacht ist. Ich konnte nichts machen. Ich falle einfach runter, weil zu viele Shells auf dem Bildschirm sind. Ist das Teil der Schwierigkeit, dass man das verhindern muss, dass zu viele Shells auf dem Bildschirm landen? Oder ist das ein Emulator-Problem? Ich weiß es nicht. Oder spiele ich es einfach falsch und so wie man es eigentlich spielen würde, würde das nicht passieren? Ich habe keine Ahnung. Setz jetzt hier mal den State. I'm sorry. Ich komme nicht drüber. Falsche Taste. Oh Gott. Thank you.
Man muss halt hier sofort durch, ansonsten hat man keine Chance mehr. Ich habe literally keine Chance mehr an der Stelle. Ich meine, ich kann auch den hier am Anfang... Okay, ich kann so dadurch. Na, ich kann mit dem... Mit dem kann ich dadurch. Den kann ich sogar hier weiter nutzen. Ich muss hier nicht den schnellen nutzen. Aber... Pff. Viel angenehmer macht das die Stelle jetzt auch nicht. Okay, so. Und dann muss ich an der Stelle... Ja, wie machen wir dann da weiter? Oh. Oh, Alter. Man fällt so schnell. So nicht. Nee, so auch nicht. Okay. Und dann... Aber ich denke, dann müsste ich wieder mit den Kleinen weitergehen, ne? Hat man ja gesehen, dann kommt ja der enge Gang. Stimmt, dann kommen ja diese engen Gänge. Shish. Ich versuch mal... Es ist halt... Vielleicht wäre das wirklich mit Gamepad leichter. Wie man das ja eigentlich spielen würde. Ich glaube, wir... Wenn ich es irgendwann mal wieder schaffen sollte, vielleicht meine Dings anzuschließen. Die hier, weißt du schon? Von der Switch. Das Switch Gamepad. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wie heißt denn das? Es hat doch irgendeinen Namen gehabt, oder? Oder hat es keinen Namen? Ist egal. Ich denke dann... Nicht Slot wechseln. Ich denke dann... können wir uns das nochmal angucken. Aber so aktuell wüsste ich nicht, dass das... Also sehe ich mich jetzt nicht ohne States da durchkommen. Muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich weiß halt nicht, ob die Probleme, die ich habe, ob die sozusagen sein sollen oder ob die halt... Also manchmal nimmt er den Input einfach nicht. Es fühlt sich für mich nicht an, als könnte ich, als hätte ich die Kontrolle. Und wenn ich sowas halt habe, dass ich nicht die Kontrolle habe... Das sind so Sachen, wo ich dann mich halt frage, soll das so sein oder nicht und... Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich vollständig in der Lage, hier durchzukommen. Von selbst. Ich brauche massiv viel Hilfe hier. So, wie geht es jetzt hier überhaupt weiter? Also ich komme ja hier schon nicht mal durch. Wie geht es da durch? Ich kann versuchen, die Taste mitzudrücken, dass ich so ein bisschen schneller werde. Aber diese, genau das meine ich, diese Tasten zu wechseln ohne States, das kann ich jetzt nur wechseln, weil ich an der Stelle den State lade. Ich hätte nicht, wenn ich jetzt ohne State gespielt hätte, in dem Moment die Taste wechseln können. Boah. Und seht ihr das? Manchmal die Shells einfach nicht kommen. Ich drücke ja den Knopf. Ihr seht es halt nicht, ob ich den Knopf drücke, aber ich drücke den Knopf. Und die Shells kommen einfach nicht. Ich weiß, dass die nur kommen, wenn ich falle. So, das hat ja die Textbox gesagt, aber... Ich komme ja nicht, ich komme da nicht durch. So, hier geht es noch alles wunderbar. Hier kann ich noch alles steuern. Und sobald ich dann da reingehe, ist vorbei.
Na, hier kann ich noch immer wieder neu generieren. So. Und sobald ich in die Nähe von dem Ding komme, geht nichts mehr. Kann ich nichts mehr generieren. Was ist denn das? Es kommt keine Shell mehr. Hier kommt eine Shell nach der anderen. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Das war gut. Okay. Wenn ich den Rhythmus behalten könnte. Okay. Aber dafür musste ich die Taste wieder wechseln. Es ist... Es fühlt sich nicht steuerbar an. Es fühlt sich einfach nicht... Es tut mir leid, es fühlt sich einfach nicht steuerbar an. Wow, okay. Ich setze mal hier vorsichtig einen. Hier kann man verschnaufen. Was ist das? Pro Advice, land on the spikes. What? Jetzt muss ich... Geht es wieder hoch? Ah, dafür muss ich sorgen. Land on... Ach so, am Ende auf den Spikes landen. Ja, verstanden. Okay, ich muss einfach die ganze Zeit den drücken. Das ist nicht schwierig. Ich muss ihn einfach immer wieder drücken, wenn er auftaucht. Und ansonsten halt ausweichen. Ja, okay, das ist nicht schwierig. Das ist nicht schwierig. Das kriegen wir ohne States hin. Na, sobald der da ist, drücke ich den einfach, dann kann der gar nicht wieder aufgehen. Dann hat der gar keine Chance, überhaupt wieder hochzugehen. Und den Dingern ausweichen ist jetzt auch nicht das Dramatischste. Mist. Weil ich könnte ja vielleicht sogar dann die hier machen. Ich glaube, das ist so noch viel leichter. Ups. Ups. Aber das, also, das spielen wir ohne States, auf jeden Fall. Aber das Level selbst, also, sorry, ich komme da komme ich. Vielleicht ist es mit Gamepad leichter, ich weiß es nicht, aber so wie ich es gespielt habe, hat sich das nicht machbar angefühlt. Muss ich einfach gestehen. Vielleicht habe ich es falsch gespielt, so kann alles sein. Ich will nicht den Hack wenden. Ne? Es kann sein, dass der Fehler bei mir liegt, weil vielleicht Emulator falsch ist oder vielleicht ist SNES 9X dafür nicht so gut geeignet für diese Variante. Dass da die Sprite-Limits irgendwie krasser sind, keine Ahnung. Aber die Ausgangslage, die ich hatte, war, es ist unspielbar. Wie gesagt, es muss nicht am Heck liegen, auf keinen Fall. Es werden halt irgendwelche vielleicht Einstellungen sein, die ich habe oder irgend sowas. Ups. Ah. Hätte ich unten bleiben sollen. Aber bisher läuft es. Jetzt brauchen wir doch nur noch einen Hit, ne? Ja, das war's. Komm her. Mist.
So. Das lässt sich jetzt auch wieder steuern hier. Aber das in dem Gang hat sich überhaupt nicht steuern lassen. Und jetzt auf den Stacheln landen. Er hat's gezählt. Er hat's gezählt. Okay. Er hat's gezählt. Puh. Ich hätte wieder mal eine Frage. Wo wartet da jetzt ein Mond? Hä? Ich habe doch gar keine Möglichkeiten woanders hin. Ich setze jetzt mal einen State und spule mal ein bisschen zurück. Ah, so weit komme ich nicht. Sieht aber lustig aus, ne? Yo, wie krass sind die Rewinds hier bitte? Aber war da links vielleicht ein Mond? Nee. Okay, wie weit kommen wir mit den Rewinds? Yo. Okay, SNES 9X hat insane Rewinds. Okay, gut, alles klar. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich habe keine Ahnung, wo da ein Mond sein soll. Das ist jetzt das vierte Level in Folge, wo ich keine Ahnung habe, wo der Mond sein soll. Chillig. Okay. Ja, sorry fürs Ranten, aber ich konnte es nicht. Also, ich kann es nicht steuern. Teilweise konnte ich es ja steuern. Aber gerade der Gang da oben, wenn es dann so eng wird, da kam ich nicht durch. Wahrscheinlich ist es halt wirklich schwierig und keine Ahnung. Ich bemühe mich wirklich, was die States angeht. Aber das hier war jetzt wieder so eine Situation, wo ich nicht anders konnte. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. 42 Minuten.